Unternehmen Kostensenkung. Umfrage Großunternehmen planen 2023 Kosten einzusparen. Unternehmen wollen die Kosten in den nächsten Monaten einbremsen. Das britische Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young hat zum Anfang des neuen Jahres eine CEO-Survey herausgebracht. Befragt wurden in der Umfrage die Geschäftsführer von weltweit 1200 Großunternehmen. 100 der befragten Unternehmen stammten aus Deutschland. Das Ergebnis der Umfrage stellt fest, dass ein Drittel der Unternehmen für 2023 konkrete Pläne für Umstrukturierungsmaßnahmen geplant haben soll. Die Pläne sollen in erster Linie dazu dienen, Kosten zu senken und die Fähigkeiten der Unternehmen erhöhen, zum Ende des Jahres einen Profit erzielt zu haben. Die Inflation ist ein wichtiger Faktor für die Entscheidung. Als Anlass für die geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen geben die Geschäftsführer in erster Linie die weltweiten Auswirkungen der im Jahr 2022 in die Höhe geschnellten Inflationsrate an. Die Unternehmen haben sich aus diesem Grund dafür entschieden, den Auswirkungen der Inflation mit Hilfe von Einsparungen entgegenzutreten. Zu den vereinbarten Maßnahmen gehört bei einem Viertel der befragten Unternehmen aus Deutschland ein Einstellungsstopp. Das Jahr 2023 soll daher weniger im Zeichen von Expansion und Wachstum stehen, als es noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Der gleiche Anteil an Unternehmen möchte in diesem Jahr zudem auf Gehaltserhöhungen für die bereits vorhandenen Angestellten verzichten. Unternehmen halten die Konjunktur 2023 weiterhin für schwierig. Die von Ernst & Young durchgeführte Umfrage hat auch aufgezeigt, dass die Befragten die Pandemie mittlerweile als einen Faktor betrachten, der eine deutlich geringere Auswirkung auf die eigenen unternehmerischen Entscheidungen und Entwicklungen hat, als es noch vor 12 oder 24 Monaten der Fall war. Insgesamt betrachtet sehen die Geschäftsführer dem Jahr 2023 mit gemischten Erwartungen entgegen. Die Mehrheit der Teilnehmer der Umfrage erwartet in diesem Jahr nicht, dass die Konjunktur einen großen Sprung nach oben macht und einen Aufschwung mit sich bringt. Die 1200 Großunternehmen bereiten sich daher eher auf ein durchwachsenes Jahr vor. Vielen Dank, dass Sie reingeschaltet haben. Wir bleiben am Ball für Sie. Auch gerne ein Abo und ein Like da lassen. Abos sind kostenlos bei YouTube. Vielen Dank, bleiben Sie gesund und Dankeschön.